Uno momento. Bild weg. Fensteraufnahme. Wo haben wir das? Den da. Genau. Genau. War vielleicht ein bisschen laut, ne? Ah, 50% starten noch eine neue Raffle. Congrats. Open. So. Fahren wir eine Runde Arty. Ein bisschen laut, ne?
Na toll. Bisschen laut. Ich drehe mal ein bisschen runter. Wo haben wir das? Auf 40. Lade. Oh shit. Na super. Na richtig super. Sie haben uns. Raus. Tjo. Da können wir nichts mehr machen. Next. Next, Artie. Mal gucken, vielleicht läuft die Runde besser. Legen wir los. Gib Gas, schneller! Go, go, go! Entdeckung! Schieß ihm Kette!
Eieiei. Nein, doch. Oh, danke schön. Erwischt. Sun Stuff. Thank you. Ohne Momento. Nicht auf ihn zufahren. Haut ab da. Hallo, Twisted Netty. It's not a horse, ja, yeah, it's a tank. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. After this match, I draw the raffle. It's hard in the match. Yeah. Cool. Answer, yes. Good luck. Luck. Congrats. Machen wir so, machen wir so. Gut. Machen wir drei Auswahlmöglichkeiten. Speichern, Start. Uno Momento, geht gleich weiter. Safe und Open. Gut. Okay. Not much damage, but points. Not bad, not bad. So, was machen wir jetzt? Das ist noch ein Sieg geworden, wie geht denn das? Wie geht denn das? M5355. Okay. Yeah, I opened my account long time ago.
We don't know when. September 22, 2011. Registert. $19,000 Matches. Not really good, not really bad. So, das haben wir. Nehmen wir. Nehmen wir eine andere Art, die nehmen wir die. Ja. Mostly you need luck. Sometimes skill helps. With artillery, you must hide. Light tanks want to spot you. And I'm artillery. Los geht's. Hiding, hiding. Lade. Kritischer Treffer. Cheat. Not good.
Oh no! Ah, okay. Lade, lade, go, lade. Das war knapp. Ah, okay. Das muss wehtun. Oh shit. Nein. Okay. Sieg, Victory.
Next RT. No chance.
No chance. I'm the last. I'm the last. Yep. Lucky me. So I got one kill. Not total useless. Yep. Wait. You can win if you your team destroy the other team. Or second thing is base capture. Every team has a base. And the enemy team must capture the base. This is the second chance to win. The green circle is my team kept base, and the red is the enemy base. It's free to play, but you can buy tanks, gold tanks with more firepower. So maybe a little bit pay to win, but you need all the skills. Only a gold tank not wins the match. You need skills to use the gold tank. Hi, Lamaka. Sheet. Sheet. Boom. Sometimes you have to predict where the enemy is driving. Let me see here.
Mist. Damn. And it's always a team game. I can turn a message loading, base defense, acknowledge, negative, attack, help. One hit, one down. And you see on the left, I tell how long I am loading, so other players can... Oh. Thank you, Lamarca, for the 11 T-Fuel. Nice. Ah, no! The sound was I'm visible. When you hear the sound, I'm visible for the enemy. When you artillery, it's not so good. It's really dangerous to visible to the enemy. And for artillery, it's almost impossible to kill a light tank too fast. Thank you, Lamarca. Too much speed. Wir gehen auf den. No, maybe the enemy can win. Cheat. Not good. So I'm hiding in the bush.
Skizzle, ja. Das ist der ACLS Charlie, der Panzerpferd. Willkommen. Ist ja mal was Neues, dass jemand auf Mixer mich kennt. Noch von ganz damals. Dein Name kommt mir jetzt aber nicht wirklich bekannt vor. Last Man Standing. Von Tommy Gunn. Okay, ja, Grüße zurück. Grüße zurück. I think we have lost. One artillery has no chance. Langes her, ja, hast recht. Mal sehen, vielleicht melde ich mich auch wieder bald bei einem bei einem Server an. Vier Kills. Damn. Vier Kills und lost. Ja, ich wollte gerade sagen, du warst doch bei den Rockers. Ich habe jetzt kein Bild im Kopf. Ich habe ja die ganze Insel repariert, aber so ein bisschen klingelt es im Kopf. Ich bin ja auch ab und zu mal zu euch da vorbeigefahren. Zu den Rockers. Weil ich so oft da war und fast jeden Abend im Dienst war, kennt mich halt auch jeder, ne? Ah, das ist... Eine schlechte Karte, eine sehr schlechte Karte. Very bad map. Too small for artillery. Really too small. Yup, I'm visible. Yep. I'm dead. Wir sind erledigt. Raus hier. Too small map. Hallo Vietnam. Let me check. Ich melde mich bald bei dem hier an, choice5.de, wenn der denn online geht.
Dana York sagt mir irgendwas, ja. Kennt man die Macher? Naja, doch so ein bisschen. Die Macher sind ein paar Leute, die auf Cherry RP gespielt haben. Der Server hat jetzt nichts mit Cherry zu tun, aber einige von denen, die waren da auf dem Server. Und ich habe so ein bisschen mit am Konzept für den ACLS mitgewirkt. Ich habe aber gesagt, ich möchte nicht in einer leitenden Position sein. Wenn denn nur ein normaler Mitarbeiter. Ja, und die haben sich zum Ziel gesetzt, dass man jedes Gebäude begehen oder sehr, sehr viele Gebäude begehen können soll. Also, wisst ihr mal, ich glaube, die haben auch einen Twitter. Da haben so viele Sachen schon mal gepostet. Zum Beispiel da, wo du das kennst, wo das Police Department normalerweise in GTA ist, da, das haben die umgemappt. Da ist jetzt eine Skaterbahn. Und das Police Department steht in auch einer anderen Stelle. Das haben sie auch komplett in 3D gemappt und so. Hohe Ansprüche. Also ich denke mal, da werde ich dann auf jeden Fall ACLS zocken. Sieg! Victory! One shot, one kill. Sieg ist Sieg. Nehmen wir die letzte Arti. Nee, so direkt nicht. Die haben zwar gesagt, dieses Jahr noch, aber ich glaube, das wird knapp. Ab und zu immer mal nachschauen. Gibt doch ein Discord. Warte mal. Muss ich mal kurz in meinen Discord gucken, ob ich da einen Einladungslink schicken kann. Nee, natürlich nicht. Aber müsste auf der Webseite sein, irgendwo der Discord. Da kündigen die das denn an. Gibt doch eine Closed Alpha, ne, wo erstmal die ganzen Fehler geguckt wird, ob die ganzen Fehler rausgemerzt kriegen. Und nicht jeder kann in die Closed Alpha. Man kann sich für eine Fraktion bewerben, dann hat man eine Chance da reinzukommen, aber ist nicht garantiert. Also momentan sind auch Bewerbungen möglich. Ja, wem sagst du das? Da momentan nichts Vernünftiges gibt, bin ich halt nirgendwo hoch angemeldet, ne? Ja, ich bin schon auf Mixer gewesen, da hieß es noch Beam. Beam Pro. Allerdings, Stream weiß ich jetzt gar nicht. Also wo ich Affiliate war zum Beispiel auf Twitch, da durfte ich ja nur an eine Stelle streamen. Da habe ich nicht auf Mixer gestreamt, aber jetzt bin ich kein Affiliate mehr, das habe ich abgemeldet. Und jetzt darf ich so viel streamen, wie ich will, auf so viel Plattformen. Das kann mir Twitch nicht mehr vorschreiben. Also extrem auch gerade auf Twitch und auf Mixer gleichzeitig. Nirgendwo kommst du hier ran, ey.
Doch, naja, wieso? Ich mach's, weil ich's kann. Ich habe eine Glasfaserleitung, die synchron ist. Ich habe 300 Megabit Upstream. Hab denn hier lokal so ein Nginx RTMP-Server laufen, der das aufteilt auf zwei Streaming-Dienste. Ach Gottchen, hier ist ja schon alles verloren, ey. Vorbei. Na super. Ja, das ist schon richtig. Also ich möchte mir jetzt auch nicht die mit so ein Chat-Overlay das alles vollspammen lassen und so, ne? Jetzt ist es zum Beispiel nicht so optimal. Weil jetzt ist gerade die Verbindung weg gewesen von Restream. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Na super, ich werde gesehen. Ja, aber ich glaube, das wird dann zu spammy. Das wird dann zu viel. Weil hier zum Beispiel in Twitch, da ist diese Prezelrox, da postet immer, welcher Song gerade läuft, und wenn das dann noch auf Mixer geschoben wird, dann wird das, glaube ich, zu viel. Und die Leute, die auf Sliver TV zuschauen, die können größtenteils kein Deutsch. Da rede ich dann ab und zu auch ein bisschen Englisch, aber ja, ich kann halt auch nicht so mega gut Englisch, deswegen rede ich meistens Deutsch. For Sliver, my English skills not so good, so I read, talk in German. Sliver TV ist ein Anbieter. Ah, hat er dich schon ausgetimeoutet? Ich poste da mal eine Nachricht rein. Da kann man bei Gewinnspielen mitmachen und so. Momentan wird da der Twitch-Chat angezeigt und Twitch-Video. Und die können dann da mitmachen bei Gewinnspielen, bei Giveaways und. Ich krieg da auch von den Sliver TV auch öfter Sachen kostenlos, die ich dann verlosen kann und so. Man kann sagen, das ist auch ein Streaming-Dienst. Aus da gibt's kaum Deutsche. Zumindest kaum Leute, die auf Deutsch streamen, ne? Gut. I think we have lost.
Na, nicht ganz. Auf Mixer stellt ja Mixer nichts zur Verfügung. Du kannst zwar diese Sparks kriegen, aber die bringen ja letzten Endes nichts, solange du kein Partner bist. Ich habe 1,2 Millionen Sparks und bringt dir ja nichts. Aber ich zeig da mal kurz was. Moment. Ich mach mal kurz Bildschirmaufnahme. Hier zum Beispiel habe ich gerade ein Giveaway offen auf Sliver. Da kann man dann so ein Skinpack für Splitgate, das ist ein Spiel, gewinnen. Oder so eine Streamer-Crate. Da gibt es dann verschiedene Sachen, die da drin sein können. Und da ist auch so eine Crate, also so eine Kiste, die man dann... Das ist wie so ein Random-Generator, was da rauskommt. Da muss man dann zum Beispiel eine Frage beantworten. Embers gehen, ja, richtig. Aber hat nichts mit Giveaways zu tun. Und da muss man dann so eine Frage beantworten. Und siehst du ja, ab und zu mal unten in der Mitte vom Bild wird ein Code angezeigt. Und den Code müssen sie dann hier als Antwort geben. Und dann haben sie eine Chance, eins von denen dahin zu gewinnen. Wie mit Sparks. Sparks bringen mir nichts. Ja, warte. Sparks bringen mir überhaupt nichts. Ich schieb das mal kurz rüber. Das ist mein Mixer. Ja, ich habe 1,2 Millionen Sparks. Bin Level 90. Und wenn du mir jetzt 100.000 Sparks schicken würdest, bringt mir das überhaupt nichts, weil nur wenn ich Partner bin, bringt das was. Embers kannst du mir natürlich schicken hier, diese Embers. Aber ich glaube, da verdient auch Mixer am meisten dran, also. Habe ich aktiviert, aber erwarte ich jetzt nicht. Also davon weiß ich nichts, dass Sparks da einen Embers-Anteil boosten oder so. I don't know. Ah, schlecht, drittletzter. Mal gucken, was wir noch so fahren können. Ich habe ja noch ein paar mehr Panzer. Du, kann sein. Also ich will das jetzt nicht in Abrede stellen. Ich weiß das aber nicht. Fahren wir mal einen Goldpanzer. Ein Gold Tank. Ach, das ist Match, I roll the raffle. Ah, oh, wait. Fensteraufnahme wieder anmachen. Kann sein, also das weiß ich jetzt nicht, wie das konkret mit den Sparks läuft. Ich weiß nicht. Die haben die Map auch verändert. Seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, wurde die Map auch schon verändert.
HVK, okay. Der HWK. Aber der ist dann auch erstmal gebunden und kann hier nicht weg, ne? Marty, hilf mir. Mach irgendwas. Wenn ich jetzt hier rausfahre, bin ich tot. Dann reinhusten und Partner werden, ja. Ist gar nicht so einfach. Beim Mixer brauchst du 2000 Follower. Und die alle rankommen. Der schießt doch mit Heat. Kannst du nichts machen. Kommt der nächste. Wir haben sie böse erwischt. Das war's für uns. Raus hier. Hm. 2000 Follower bei Mixer, das ist unmöglich. Und Skizika, danke für dein Follow auf Mixer.
nicht so einfach. Ist ganz, ganz selten, dass mal jemand zuschaut. Noch seltener, dass jemand mal den Follow-Button drückt. Wir lösen mal die Waffel auf. Warte mal, das machen wir hier so. Moment, was war der Code? Müssen wir mal kurz gucken. 4, 5, 6. Close. Ganz wer? 4, 5, 6. Close Raffle. Vor Raffle. Hat nur einer mitgemacht. Congrats. Machen wir noch ein Giveaway für 500 Coins. Machen da Free rein. Da auch Free. Und Open. Ja, so sieht denn der Chat in Sliver aus. Und so sieht das Mod-Programm aus, wo ich die Raffles starte und beende und so. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Na, wird das noch was? Oh, was ist denn das für eine Einstellung? Nee, ist ja wirklich so. Wenn du hier mal schaust, zwei Zuschauer, einer bin ich selber und einer bist du, ne? Und 48 Follower auf dem Mixer. Ach, kannst ja gar nicht sehen. Hier. Zwei Zuschauer, einer bin ich selber und einer bist du und 48 Follower. Das ist noch ein langer Weg. Ein richtig langer Weg. Und siehst du hier, bei Twitch bin ich schon ein bisschen weiter. 880 Follower. Zwei weniger als ich vorhin hatte. Also haben schon wieder zwei Unfollow gedrückt. So ist das halt, ne? Eben seine Entscheidung. Da bettel ich auch niemanden. Ja, bestimmt. Weiß ich nicht, wenn du schon Mixer-Partner bist, dann bist du steil gestartet. Hm? Und die meisten Follower auf Twitch, die habe ich ja auch wegen GTA Roleplay. Ich war ja schon mal über 1000. Aber dann spielt es kein GTA Roleplay mehr und dann gehen immer mehr Leute. Sieg. Ich habe nichts gemacht. Was haben wir denn sonst noch, was wir spielen können? Hm. Ich bin so unentschlossen. Okay. Ja, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Vielleicht ist das deine Art oder... Hast mehr... Gut wurde es gehustet, siehst du? Geht das überhaupt bei Mixer? Ach doch, ja. Hm? Hallo, Sunny. Also, wenn du Twitch-Affiliate bist, darfst du das nicht. Nein, wenn du Twitch-Affiliate bist, darfst du das nicht. Twitch-Affiliate bedeutet, du hast exklusiv Content. Du darfst dein VOD, was du gemacht hast, dein VOD, auch erst 24 Stunden nach dem Stream theoretisch hochladen auf YouTube, weil du dein Stream exklusiv Content-Klausel hat. Sonst können sie dich wieder rausschmeißen vom Affiliate-Programm. Deswegen habe ich Affiliate bei Twitch auch gekündigt. Ich habe ein ganzes Jahr gebraucht, bis ich diese $100 auszahlen konnte. Und dann habe ich das wieder gekündigt, habe ich denen eine Mail geschrieben, dass ich muss dir mal durchlesen, ich weiß jetzt nicht, welcher Paragraph das ist. Es gibt ja... da so ein Exklusiv-Content-Klausel. Und das verbietet dir das eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, welcher Paragraph das ist. Irgendwo 13 oder 14 oder 15. Wenn du Affiliate bist, müsstest du die Vereinbarung angucken können. Ja, dann haben die Affiliates, die du kennst, ihre Verträge nicht gelesen. Da gibt es richtig einen Punkt, der heißt exklusiv Content. Und da steht drin, 24 Stunden. Und das war für mich schon ein Grund, Affiliate wieder abzugeben. Fährt hier eine Arti rum? Nee, fährt nicht. Muss bloß außerhalb der Sichtweite bleiben. Genau, kommt alle auf Mixer. Nee, deswegen, also ich, mir ist das auch Bockwurst, wo die Leute streamen. Aber ich habe mir diese Twitch-Vereinbarung mal durchgelesen und, steht da eigentlich auch drinne. Aber wenn du kein Affiliate bist, dann darfst du das. Dann können sie dir das nicht vorschreiben. Und schaffen wir das noch? 4 zu 6?
Tony Blair. Okay. Ja, ich glaube. Sunny, ich soll dich grüßen. Von Skizzle K. Von Wixer. Tommy Gunn. Ich weiß jetzt nicht, ob er denn auf GTA Live auch Tommy Gunn hieß. Du bist nicht Sunny Blair, okay. Nee, dann vergiss es. Nee, sie ist nicht Sunny Blair, schreibt sie. Ich weiß nicht. Hier, chattet miteinander. Da ist der Chat von Mixer und Twitch zusammen. Könnt ihr miteinander schreiben. Solange wie das Match noch läuft. Ich glaube, das wird nicht mehr, oder? 10 zu 11. Er steht hier und campt. Und siehst du, ich habe hier das Restream-Programm an, was die Chats alle anzeigt. Weiß jetzt gar nicht, was alles. Ja, theoretisch könntest du sogar auf YouTube schreiben und ich würde das sehen. Deine Emoticons funktionieren aber hier nicht. Die sieht man nur in dem anderen hier. Was wird? 11 zu 11. Hier gibt es noch eine Arti und drei Panzer. Hier gibt es noch eine Arti und drei Panzer. 11 zu 12. Oh oh. Ich glaube, die M44, die wird gleich abgenascht. Und dem T34. Huch. Aua! Oh, der hat ihn mit weggerammt. Cool. Der hat ihn noch mit in den Tod gerissen. Nope. Niederlage. Jupp. Thank you for your watching, Twisted Netty. Goodbye. Zufallsgefechte, Scharmützel gespielt. 9 von 10. Einen müssen wir noch spielen. Du bist ja eh nach rotzfrech, guckst du auf Arbeit und Streams. Ich würde da richtig Ärger kriegen. Ich habe zwar auch Internetzugang auf Arbeit, aber ich darf das nicht nebenbei. Da gibt es Mecker von Eckhardt.
Ja, Chef muss man sein. Die Angestellten anzählen, aber selber dann im Internet surfen, ne? Was ist das eigentlich für eine Karte? War ich hier lang? Kommt mir so unbekannt vor. Eine Karte. Ich glaube, die habe ich noch nie gespielt. Chinesische Mauer, nee, die kenne ich nicht. Alter, dankeschön, dass du mich aufgehalten hast. Komme ich nicht so weit runter, super. Erwischt. Wir sind erledigt. Raus hier. Ja. Der hat auch schon keinen Bock mehr. Okay, ja. Danke, dass du da warst. Schönen Feierabend.
Free. Go. Open. So. Niederlage. Gut gehen. Nee, noch nicht so wirklich. Haben ihm den Motor kaputt geschossen und den Kommandanten verletzt. Aber der Achilles ist einfach auch nicht in so ein toller Panzer, ne? Ich glaube, der ist auch noch relativ, doch, der ist ausgebaut sogar. Probieren wir noch eine Runde. Lade. Hier passiert. Ich wollte gerade sagen, warum steht hier der Stream, aber Charkov. Legen wir los. Also ich bin Jagdpanzer, ich fahre schon mal nicht in die Stadt. Das ist schon mal ausgeschlossen. Hier irgendwo verstecken oder? Ah, es könnte was werden. Von hier aus.
3-2-1. Ja, der nächste. Das läuft ja wie ein Länderspiel hier. Hier überhaupt hoch? Nee, ne? Nee, komm ich nie hoch. Verdammt. Ich kriege ja noch einen Cap-Punkt ab. Nee. Sieg. Cool. Juhu. Gut, gut, gut. Bauen wir die Sachen wieder aus. Und gucken mal, was haben wir denn noch? Super Hellcat, was ist das denn? Wann habe ich den denn gekriegt? Okay. Keine Ahnung. Können wir hier noch reinbauen? Probieren wir mal mit dem. D28. Geisterstadt. Ich habe echt lange nicht gespielt. Sagt mir jetzt nichts.
Einmal Skip-Song. Daneben. Drei zu vier, das läuft suboptimal. Hallo Leon, willkommen. Wird hier rüberkommen, fahren die Arti beschützen, aber ich glaube, wenn ich dahin fahre, dann bin ich tot. Und einer steht hier vorne irgendwo rum.
fahren wir einfach mal auf die zu, ne? Ich habe ja noch volle Hitpoints. Okay. Gewonnen. Es war nicht viel gemacht. 1100 Schaden. Ein bisschen gespottet. Aber nicht gespottet. Durch Unterstützung. Mehr Geschenke mit Panzerbelohnung. Okay. Neues Perk. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Wie weit bin ich da eigentlich? 62.000 brauche ich. 26.000 habe ich. Ach, zocken wir noch eine Runde Arti. Wadi. Habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gespielt, Wadi. Probier es mal von hier. Daneben. Thank you.
1:3, das sieht schon mal nicht gut aus. Komm ich näher ran. Ach du Scheiße, jetzt haben die das hier alles klar gemacht. Tja. Tja, ja. Dum dum dum.
Next. RIP. Karte. Zu klein. Nope. Komm ich hier ran. Zwei zu fünf. Great.
Kommst du nicht dran. Keine Chance. Stadtkarte viel zu klein. Nächste Runde wird besser. Trotzdem noch plus. Es liegt wohl an dem Premium. Hier ist die Karte. Mannheim-Linie. Sagt mir auch nichts. Keine Idee, wo ich hinfahren soll. Seit wann spiele ich? Account habe ich seit 2011, aber ich habe jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Eine ganze Zeit lang. Also die Map, die kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube, die spiele ich jetzt zum ersten Mal. Ich fahre einfach mal aus Verdacht hier hin. Vielleicht bringt das was. Da ist was. Dreh. Na, wenigstens ein bisschen betäubt muss ich haben. Also ich weiß, was Counter-Arty ist, ne? Dass die Arty auf die andere Arty schießt und so. Das kenne ich auch alles. Da jetzt runter? GG. GG Maus. Haben wir hier? Kommen wir hier irgendwie ran? Könnte was werden. Das war knapp. Können wir der Seite noch ein bisschen helfen? Und dann müssen wir hier, glaube ich, auch schon mithelfen. Ah, da komme ich ran. Lade. 7 Sekunden, lade. Fug. Ah, hängen geblieben, verdammt. Kommt der denn her?
Boom, der hat ordentlich Packung gekriegt. Das sieht gut für mein Team aus. Ich kriege ja den Löwen da noch. Los, zeig dich, Löwe. Wo bist du? Ach da, ja, hinter. Verdammt. Boom. Yeah. Noch ein bisschen Schaden gemacht. Können wir hier oben noch wirken? Ne, die sind alle hinterm Felsen. Können wir nichts machen. Komm schon, Löwe, komm schon, ja, 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 ja. Oh nein. Haben sie den vorher erschossen? Mist. Dann machen wir noch ein bisschen Beta. Vielleicht kriegen wir den anderen Winkel hin. Von hier sind die genau hinterm Berg, ne? Da kommt man nicht ran. Aber wenn ich einen anderen Winkel mache, dann geht das vielleicht noch. Ich hätte mal andere Seite hinfahren sollen. Der ist alleine. Aber hätte, hätte Fahrradkette, ne? Knallen hier einen nach dem anderen ab. Mal probieren, ob von hier was möglich ist. Nope. Nope. Die kommen wohl nicht vor. Einen nach dem anderen knipsen die aus. Gibt's doch ja nicht, ey. Wie soll ich da rankommen? Stehen genau dahinter. Ich hätte mal da stehen bleiben sollen, ich Idiot. Ah. Aber siehst ja. Er macht das einzig Richtige. Fährt in Deckung, dass die andere Arti ihm nichts kann. Und wir rankommen. Oh, da drüber, Mann. Ich hab doch schon ausgezielt. Fuck, ey.
Nein, jetzt bin ich der Letzte. Mist. Ja. Ist klar, ne? Niederlage. Ein Match noch. Großgefechte. Ach komm, eine Runde probieren wir noch. Himmelsdorf, kann ich sofort aufhören, ey. Das ist der Todesstoß für eine Artillerie. Ach, ich habe auch ein Glück. Kannst du knicken? Auf geht's. Das wird wieder so ein Satz mit X. Ja, stell dich da hin. Klau mir den Platz noch. Vogel. Lass ich mich hier abschießen. Natürlich. Bleibt er hier vorne hängen? Da habe ich gar nicht hingezielt. Hm. Na super. Das macht Mut. Das macht richtig Mut. Ja, Tiger, klar. Der sieht mich gar nicht, aber schießt erstmal, ne? Ach Mensch, ey. Wir probieren unser Bestes, obwohl wir die Chancen schlecht haben. Oh, jetzt fährt er wieder vor, Mann. Das gibt's doch ja nicht, ey. Ich hab auch ein Glück, ey. Jetzt steht er die ganze Zeit, ey. Jetzt, wo ich lade. Thank you.
Ich sag auch mal, ich lade. Rex Jagdtiger, bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. 9 Sekunden noch. Volle Hitpoints. Ein bisschen Schaden austeilen. Könnte doch noch ein Sieg werden. Oder wird doch noch ein Sieg. Hab ich ein Glück. Glück, Glück, Glück. Belohnung. Cool. Der arme AMX. Funkgerät, Kette, Turm, Richtschütze. Super. Ich habe einen Haufen persönliche Reserven. Punkte, 273.000 brauche ich. Eigentlich könnte ich das schon forschen, ne? Ach, aber das reicht doch für heute wieder. Wir machen mal Close Prediction. Free ist geclosed. Hat Charlie noch 10 T-Fuel bekommen? No. Close Raffle. Good luck. Congrats. Ich bin morgen wieder da. See you tomorrow. Follow me on Twitter or YouTube. Da, Twitter und YouTube. Ciao, ciao. Bye, bye. Arrivederci.